SOS, S, SOS, mein Herz ruft SOS. Gefühle sind schon längst über Bord. SOS, SOS, doch endlich weiß ich jetzt. Komm, wir fliegen fort von diesem Ort, von diesem Ort. TV. Heute in Lünen bei der Schlagernacht von Julia Bender und neben sitzt Emma Koch. Grüße dich. Hallo, ich grüße euch und ich grüße natürlich euch. Sag mal, Schlagernacht Julia Bender und 10-jähriges Bühnenjubiläum. Was hältst du davon? Also meinen großen Respekt hatte Julia da in dieser Hinsicht auf jeden Fall. Also da müssen manche andere Künstler erstmal schaffen, 10 Jahre auf der Bühne zu stehen, immer neue Titel rauszubringen und dann dabei noch bodenständig und sehr sympathisch zu bleiben, ist ganz, ganz wichtig. Ich finde die Schlagerveranstaltung hier, die sie gerade hier macht, mega und ich freue mich über die Einladung. Ich habe ja mein Outfit gerade hinter mir gehabt und man sieht da draußen eine Stimmung. Richtig, sehe ich genauso. Kam es ja auch prima an. Dankeschön. Gerne. Sag mal, Marc, von dir hört man ganz, ganz viel. Was stimmt denn jetzt? Ich habe ein neues Management morgen, also bei uns ist jetzt morgen Sonntag. Da wird ein Statement über Facebook mal abgegeben und dann wird mein Weg so ein bisschen euch gezeigt. Ich habe ein neues Management, darf ich verraten. Im Februar, Ende Februar gibt es dann endlich ein Album mal von mir. Und dadurch, dass am 9.3. diesen Jahres meine letzte Single erst rauskommt, müssen wir jetzt ein bisschen Vollgas geben. Und wir bleiben diesem Rockstyle, das stimmt auch. Und wir bleiben auch diesem Ben Zucker-Style und freue mich auf das, was kommt. Morgen wird es öffentlich gemacht, wer mit mir dann im Team arbeitet. Also wir drücken dir sowieso ganz, ganz doll die Däumchen und ich durfte gerade so ein bisschen an den Gesprächen lauschen, die du so hinten rum geführt hast. Also keine Coversongs mehr? Nein, also es kommt, hast du mich erwischt, ne? Das sind die Ohren wieder hier. Ne? Ja, aber dafür seid ihr ja gut, ne? Ja, gut zugehört. Richtig, und endlich mal was Eigenes von dir. Also ich habe da Hochachtung vor. Danke. Es ist wirklich, man muss aber auch dann wieder die andere Seite der Medaille sehen. Es ist natürlich sehr schwierig, als kleiner Künstler und Newcomer, eigene Songs zu präsentieren. Natürlich, mit Auskopplung vom Album ist alles schön, alles toll. Nur, wenn man dann nur die eigenen Songs singt, ist natürlich dann auch schwierig. Aber ich denke, wir werden das so vereinbaren, dass, wenn diverse Veranstaltungen kommen, dass da sicherlich das ein, zwei Coversong dabei ist. Aber das möchte ja ein Künstler eigentlich auch gar nicht. Die eigenen Lieder sollen ja eigentlich promoted werden und rausgebracht werden. Ne? Ist sehr schwierig, aber müssen dann dafür dann mega geile Songs sein, ne? Die das Publikum dann auch sehr liebt. Erstens das und zweitens, mit eigenen Songs die Treppen zu erklimmen, ist doch, glaube ich, viel besser als mit Coversongs. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist widerspricht sich ja natürlich, klar. Ich meine, jeder möchte seine eigenen Titel haben. Viele, wie gesagt, sage ich nochmal, machen dann nur ein Song und zwei Songs im Jahr. Das geht. Aber ein Album ist natürlich eine Mammutaufgabe. Ne? Man hat dann 12 Lieder auf dem Album. Also habe ich wieder was verraten. Man hat dann 12 Lieder auf dem Album und man möchte ja jeden Song gut präsentieren. Und am Ende des Tages entscheidet sowieso das Publikum, welcher Song dann der wirklich beste dann einfach auch ist. Das ist ja meistens so, ne? So, ich weiß, du musst gleich sofort wieder nach Ennepetal, deswegen entlasse ich dich jetzt hier an dieser Stelle. Wir drücken dir ganz, ganz doll die Däumchen für alles, was du vorhast und ganz, ganz viel Glück. Dankeschön. Auf geht's nach Ennepetal. Ich danke euch. Dankeschön fürs Interview. Gut zugehört. Gute Arbeit. Und macht weiter so. Danke. Das ist doch nicht normal. Mir steckt doch alles tief in mir. Seit 2004, so wie es immer war. Wir drehten völlig auf, hatten ne Achterbahn im Bauch. 2004, das war im Sommer 2000.